Also, soll er erst schlafen? Auch wenn ich nicht sehr viel Vertrauen daran habe, dass wir jetzt mit... Wie viel Leben haben wir? 52 von 57. Ja, nochmal schlafen. So, 77, 77. Also wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel Vertrauen, dass wir jetzt erst mit vollen Lebenspunkten das Feuerelementar schaffen. Das war doch schon ziemlich garstig. Aber schauen wir mal. Da ging es runter. Also rechts rum, südlich. Obwohl, warte mal, 8. Etage? Ach, hier war nichts, ne? Ne, okay. Das ist nicht rechts. Aber wir können versuchen, die Tür einzuschlagen. Einfach nur so. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Da stand nämlich, versucht doch einfach nochmal raufzuhauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ganz schön lange auf die Tür aufgehauen haben. Was mit der Tür im Süden? Die wird wahrscheinlich aufgehen und die ist die wichtige. Ne? Eins. Zwei. Drei. 12 Schläge oder so sollten reichen. Wenn nicht, dann nicht. Welche Tür haben wir denn eben gerade eigentlich aufgeschlagen? Die Verbindungstür zwischen... Die Tür, die eigentlich eh offen ist. Achso, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Also ja, wir haben definitiv vieles falsch gemacht in dieser Etage. Gerade was die Amulette angeht oder das Amulett hier. Damit hätten wir uns wahrscheinlich einiges in Ärger ersparen können, zum einen. Und vielleicht wären wir so auch an einen anderen Schlüssel rangekommen. Und die Tür geht doch auf. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Also sparen wir uns das Elementartöten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte zu allen Türen gehen und einfach eine halbe Stunde auf Kamera draufhauen, bis sie irgendwann aufgehen. Also die beiden hier primär. Oh, aber das kann ich später immer noch machen. Also wir gehen jetzt ins Labyrinth, halten uns zur Abwechslung mal links und gucken, wo wir sterben und tragen da neue X ein. Ich würde gerne so die Karte halb offen haben, damit ich genau weiß, wo ich sterbe. Also sagt das irgendwas aus, dass der Blutfleck da ist? Oh, das wäre praktisch, wenn... Okay, es wäre makaber. Was wäre irre praktisch, wenn unsere alten Leichen da liegen bleiben würden. Also, wir könnten irgendwas hinschmeißen. Also der Gang ist tödlich, das wissen wir. Richtig? Richtig. Der linke nicht, aber wenn wir da dann da lang gehen. Na gut, ich gehe jetzt links rum. Hier. Linksrum ist einfach nur ein Kreisgang. Kann ignoriert werden. Okay, also dann gehe ich jetzt den Gang. Oben. Und bin nicht tot, aber verletzt. Warte. Das nehmen wir mal... Das ist ein Z, kein Y. Weg, 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 weg. O? O. Wir schlafen einfach hier. Sehr interessant, okay. Also vielleicht sind das gar keine Todesfallen, sondern sie machen einfach nur recht viel Schaden. Wir waren immer schon angeschlagen? Glaube ich jetzt irgendwie nicht, aber okay. Also da kommen wir durch. Mit Schmerzen, aber wir kommen durch. Das heißt, wir gehen einfach mal links an der Wand weiter. Also jetzt nicht da hoch, da kommen wir wieder zum Lava-Limiter, sondern hier rum. Mal schön Blick auf die Lebenspunkte. Das muss ein sehr mulmiges Gefühl sein für ihn. Mit jedem Schritt kann ich sehr viel Schmerzen bekommen. Mit jedem Schritt kann ich sehr viel Schmerzen bekommen. Aber hier ist gar nichts. Schwarzer Marmor. Hm. Also ja, gibt es. Aber ist, glaube ich, ziemlich teuer. So, noch eine Sackgasse. Sackgassen sind gut. Müssen wir nichts einzeichnen. Also weiter links rum. Au, au, au.
Es sind gar nicht so viele Fallen. Und noch eine Sackgasse, sehr schön. Kurz alle Wände checken. Nichts. Boah, sind das viele Abzweigungen. Gut, dass wir eine Karte haben. Südlich, ja. Es wird aber langsam mal Zeit, dass wir in was reinlaufen. Und die war auch wirklich tödlich. Also es gibt definitiv zwei Arten von Fallen. Einmal eine, die nur Schaden macht, so ungefähr ein Drittel unserer Lebenspunkte. Also 15 bis 20. Und eine, die instant tödlich ist. So, ganz schnell einzeichnen. Yeah. Wo jetzt? Da oder da? Das ist nicht so gut. Das ist absolut nicht gut. Na gut, hilft nichts. Wir müssen hoch. Wir müssen das alte Schlafspiel spielen. Also einmal schlafen für Mana, dann Essen beschwören, alles Essen essen und so weiter und so weiter. Kennt ihr ja schon. So. Weg. IMN. Und nicht spammen, Girugon. 1, 2, 3, 4. Oh, da kam nix. So. Ein, zwei Sachen aufheben und gleich essen, damit wir auch gut schlafen können. Achso, aufheben, nicht angucken. Njam, njam, njam. Schon voll. Oh, okay. Das wird ja schneller gehen, als ich dachte. Zumal wir eigentlich nur genug Mana brauchen für den Flug rüber. Was wir jetzt schon haben. Okay, dann haben wir jetzt einen kleinen Vorrat an Essen hier oben. Ist ja auch schön. Zauber ändern. Alle weg. PK fliegen. Lampe an und runter da. Weg müssten wir doch langsam kennen. Genau, hier gleich rechts rum. Einfach einmal rüberfliegen. So, und jetzt laufe ich, glaube ich, genau dahin, wo wir vorher auch waren. Damit ich mir sicher sein, wenn ich dann finde, wo das Ding ist. Rechts rum, genau. Oh, da muss ich durch das OO wieder durch. Aber ich würde doch gerne wissen, ob das hier ist. Oder mal Fragezeichen dahin. Das ist kein Fragezeichen. Doch ist es. Ein sehr komisches Fragezeichen. Viel zu klein. Also eins von den beiden ist instant tot. Ja komm, doch, das müssen wir prüfen. Wenn ich das jetzt nicht überprüfe, dann werde ich das bestimmt in ein, zwei Folgen nicht mehr wissen, was das Ganze dazu bedeuten hat und dann einfach so reinlaufen. So, jetzt kommt O. Genau. Und wir müssen noch nicht schlafen, weil der Rest ist einfach instant tot. Jetzt können wir südöstlich gehen. Oh, warte. Das mit dem Fliegen könnte uns mal wieder ganz schön helfen. Vielleicht kann man ja über alle Fallen einfach rüberfliegen. Da müsste man sich aber ganz schön beeilen. Na gut, wir gehen jetzt von hier südlich. Auf das linke Fragezeichenpärchen zu. Das linke Fragezeichenpärchen war es nicht. Okay, erase. Du. Erase. Du. XXXX. Da geht's nicht durch. Sehr schön. Hier ist wieder nur ein Rundgang. Ein Gang nach Westen. Weiter. Tutsch. Ach ja. Aber gut, wir können jetzt wieder nach oben, haben gleich was zu essen da, können gleich schlafen, ist alles gut. Dann levitieren wir, gehen wieder runter und versuchen über die Fallen rüber zu fliegen. Aber erstmal ist da nichts. Aber man könnte vorher rechts abbiegen. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo genau wir überhaupt hin müssen. Also irgendwo auf dieser Etage, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es hier oben war, soll ein Gefängnis sein.
und der verrückte Magier. In der Nähe des Gefängnisses. Und im Gefängnis ist wahrscheinlich auch die Prinzessin und der Bruder von ihm hier. Aber das braucht ja alles nicht viel Platz. Es braucht ja eigentlich nur einen Runtergang irgendwo in Ebene 8, wo dann wieder so ein kleiner Unterbereich ist wie hier. Wahrscheinlich besteht Ebene 8 nur aus kleinen Unterbereichen. Das ist, nee. Na gut, wir wollen hoch. Da. Dann wollen wir Licht ausmachen. Wollen wir schlafen. Was essen. PK zaubern. Licht anmachen, wieder runter. So, ganz schnell hier rüber. Ich hoffe, wenn ich Shift drücke, vergeht nicht wirklich mehr Zeit und die Zauber gehen schneller weg. Das wäre nicht so toll. Aber ich denke mir, das ist einfach nur ein Vorwärtsdrängen als Charakter. So, also. Hier rechts rum und ich laufe direkt. Oh, 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 oh. Also ich fliege erstmal in die Decke und dann fliege ich genau rechts rum. Ah Mist, ich falle immer wieder auf den Boden. Ja, das wird nichts. Okay, schade. Ich hätte eigentlich vorgehabt, ich fliege einfach bis zur Decke und laufe dann genau in die Falle rein und gucke, ob sie ausgelöst wird. Aber das verkneife ich mir dann. Also, wir gehen jetzt hier durch, südöstlich. Südöstlich da. Okay, okay. Das ist ein Nervenkitzel. So, und dann gehen wir den westlichen Gang lang. Westlich. Warte. Genau, da ist irgendwo ein Todesfall, also gehen wir jetzt südwestlich. Da hinten hin. Gut, hält soweit alles. Das heißt, nur der Durchgang da ist tot. Sehen wir irgendein Muster bei den Todesfallen bisher? Erster Gang rechts ist dicht. Nö, nicht so wirklich. Da brauchen wir noch mehr. Da müssen wir noch ein paar Mal sterben. Das war ein ganz schön langer Gang ohne Falle. Sehr schön. Wieder eine Sackgasse. Marble Wall, Marble Wall. Und mir fällt gerade die Flöte ein. Das Rätsel haben wir auch nicht gelöst und übersprungen. Irgendwo, wo man denkt, dass etwas ist und wo man nicht weiterkommt, soll man diese Melodie spielen. Vager geht's echt nicht mehr. Okay, Osten. Sind beide Begeber? Ja, okay. Beide Wege sind keine Todesfalle. Aber der Hauptgang dahinter. So. Also, da ist eine Todesfalle. Und da ist eine Todesfalle. Der Bereich muss hier wichtig sein. Also sollten wir das nächste Mal, also das nächste Leben jetzt, hier durch, da durch und gucken, was hier so ist. So, hoch. Und das Ganze hätten wir wahrscheinlich ganz einfach überspringen können, wenn wir irgendwo mit einem NPC geredet hätten oder irgendwo eine Notiz gefunden. Da steht dann drauf, folge diesem lieben Muster, also rechts, links, rechts, und dann kommst du sicher durch das Maze. Ja, gut. Noch ärgerlicher wäre es, wenn ich es schon gefunden hätte und nicht aufgeschrieben. Aber das finde ich unwahrscheinlich. Also meistens mache ich mir entweder hier auf der Karte Notizen oder auf meinem Real-Life-Schmierzettel. Gerade weil es in diesem Spiel doch wohl alles sehr wichtig ist, dass man fast jede Quest abschließt. Osten. So. Wir wollten Südosten halten. Genau. Dadurch. Dadurch. Im Osten ist eine Todesfalle. Süden nicht. Wie schaut es da hinten aus? Boah, ich will reinzoomen können in die Karte. Okay, wir gehen erstmal nach Süden. In diesen kleinen Nischenraum hier. Und hier war irgendwo schon wieder eine Todesfalle. Geht mal einen Ticken nach Westen. So, da müsste eine Todesfalle sein, richtig? Richtig. Also wollen wir da nicht hin.